Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine Himbeerpudding-Sahnetorte, sozusagen ein Rezept schon für die Ostertage, aber natürlich auch geeignet für Geburtstage, für einen einfachen Sonntag oder vielleicht für eine Hochzeit. Also Himbeere geht ja irgendwie immer und bei uns ist mein Ritter der Liebhaber der Himbeere und da er diese Woche Geburtstag hat, musste ich natürlich eine Himbeertorte zubereiten. Diese Torte besteht aus meinem fluffigen Biskuit. Das Rezept kennen sicher viele unter euch schon, aber für diejenigen, die es noch nicht kennen, verlinke ich das gerne hier oben auf dem kleinen i und hier unten in der Infobox. Dort ist es auch verlinkt und dort findet ihr auch das Rezept bzw. den Link zu meinem Blog. Dort könnt ihr das Rezept auch ausdrucken. Gefüllt ist die Torte mit einer fantastischen Himbeerpudding-Sahnecreme und außenrum natürlich dekoriert mit Sahne, Sahnerosetten und Himbeeren. Da könnt ihr frische nehmen, ausnahmsweise mal für einen bestimmten Anlass oder wenn Saison ist. Oder ihr könnt natürlich auch Ostereier obenauf dekorieren oder was auch immer ihr mögt, Pralinen, da ist wirklich alles denkbar. Ja, und wir starten gleich mit der Zubereitung unserer leckeren Himbeer-Pudding-Creme. Den Pudding für die Konditorcreme habe ich euch ja schon in meinem Prinzessinnen-Torten-Video gezeigt. Ich verlinke euch das Video gerne nochmal hier auf dem kleinen i, damit ihr da nochmal nachschauen könnt, falls ihr unsicher seid. Aber ich zeige es ja auch hier nochmal. Allerdings mit einem Teil der Milch ersetzt durch Himbeerpüree. Also ich gebe jetzt etwas weniger Milch hier in den Topf. 370 Milliliter habe ich jetzt genommen, denn ich habe mir meine Himbeeren püriert und dann durch ein Sieb gestrichen und das sind bei mir 130 Gramm. Und damit das Ganze so ungefähr 500 Milliliter erreicht, habe ich jetzt eben einfach nur 370 Milliliter Milch verwendet. Zu der Milch kommt noch die Vanilleschote hinzu. Die habe ich mir halbiert und kratze hier gerade einfach das Mark noch aus. Das wird dann ein fantastischer Himbeer-Vanille-Pudding nachher. Die Vanilleschote kommt jetzt einfach mit hinzu und genauso natürlich das Mark, damit das richtig schön vanillig schmeckt. Wenn ihr keine Vanilleschote bekommen könnt, dann könnt ihr auch Vanillepaste verwenden, dann einfach ein, zwei Teelöffel hinzugeben. Oder zur Not geht auch Vanillezucker, Bourbon-Vanillezucker. Allerdings wird es dann nicht so gut schmecken. Also ich empfehle euch wirklich, die echte Vanilleschote zu verwenden. Dann schmeckt der Pudding am besten. Wundert euch bitte nicht, meine Milch ist so ein bisschen flockig. Das ist eine Biomilch. Da flockt immer das Fett so ein bisschen aus. Das ist ganz normal. Das koche ich mir jetzt auf. Und sobald die Milch einmal kurz gesiedet hat, können wir sie uns ausstellen und sie uns beiseite stellen und ungefähr 10 Minuten bedeckt ziehen lassen. In der Zwischenzeit, während unsere Milch jetzt etwas durchzieht, können wir uns schon die Eigelb, und da nehme ich 6 Stück, keine Angst davor. Ich wurde gefragt, schmeckt das dann nicht nach Eigelb? Nein, es schmeckt nicht nach Eigelb, sondern es wird einfach sehr, sehr lecker und sehr cremig, der Pudding. Ihr könnt auch nur eins verwenden, aber ich garantiere dann nicht dafür, dass das Ganze fest genug wird, damit wir damit unsere Torte dann ohne Gelatine füllen können. Da geben wir uns den Zucker hinzu, 120 Gramm. Ich nehme da Feinzucker und die 50 Gramm Maisstärke. Eine Prise Salz kann natürlich auch nicht schaden, einfach für den Geschmack. Das alles verrühren wir nun miteinander und sollte es zu fest werden, könnt ihr noch ein Schlückchen Milch, kalte Milch hinzufügen. Und da seht ihr schon, das wird recht dick, deswegen kalte Milch hinzu. Einfach noch ein kleines Schlückchen, so ungefähr 1 bis 2 Esslöffel und dann löst sich alles gut auf. Das ist übrigens eine ganz einfache Zubereitung für einen Vanillepudding auch. Und wie gesagt, das ist ein Grundrezept. Das könnt ihr als Tortenfüllung für alle möglichen Torten verwenden. Ganz berühmt, französisch, heißt diese Creme Crème Pâtissière. Oft wird sie noch mit Sahne oder eben auch mit Butter versetzt. Und wenn sie mit Butter versetzt wird, dann ist es die deutsche Puddingbuttercreme. So lange rühren, bis das Ganze so etwas dicklich wird und der Zucker sich schön aufgelöst hat. Deswegen nehme ich auch gern Feinzucker oder Puderzucker, damit das einfach schneller geht. Sehr schön. Und nun muss diese Masse hier temperiert werden. Das heißt, wir gießen uns jetzt gleich die heiße Milch, unterrühren zu den Eiern hier hinzu und kochen das Ganze dann nochmal zu einem Pudding auf. Und ihr seht, das wird jetzt so ein bisschen dicklich, weil sich der Zucker auflöst. Sehr schön. Und meinen schönen Himbeerpüree, den werde ich einfach, nachdem der Pudding gekocht ist, dann noch hinzufügen. Ich habe es noch nicht probiert, den jetzt hier dazu zu geben. Das würde vielleicht auch funktionieren, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert.
So, nach der Ziehzeit unserer Vanillemilch können wir die heiße Milch jetzt hier hinzufließen lassen. Sie sollte schon noch heiß sein, damit einfach die Eier jetzt auch schön temperiert werden. Nach und nach hinzufließen lassen, unter schön stetigem Rühren. Die Vanille noch hinzugeben, wenn sie hängen geblieben sein sollte. Perfekt. Und jetzt sind unsere Eier temperiert. Die Flüssigkeit nun wieder zurück in den Topf geben. Das Ganze aufkochen lassen. Und zwar auf mittlerer Hitze und natürlich unter stetigem Rühren. Und ich gebe jetzt auch schon meinen Püree hier hinzu, meinen Himbeerpüree. Nach und nach unterrühren. Und ihr seht, das gibt jetzt eine schöne Himbeerfarbe. Ihr könnt auch noch etwas Lebensmittelfarbe hinzufügen. Das werde ich gleich auch noch machen, damit der Pudding so richtig schön knallrosa wird. Und immer schön rühren, so 3 bis 4 Minuten köcheln lassen, damit einfach der Stärkegeschmack aus dem Pudding rausgeht. Und jetzt müsst ihr wirklich kräftig rühren und nicht aufhören zu rühren, damit einfach nichts anbrennt. Puh! Nach 4 Minuten Rühren fällt mir hier fast der Arm ab. Aber das muss sein, denn ihr seht, der ist jetzt richtig schön glänzend geworden, der Pudding. Und den füllen wir uns jetzt gleich, nachdem wir die Lebensmittelfarbe hinzugefügt haben, um in einen flachen Teller, damit er einfach schneller abkühlt. Da rührt ihr euch einfach so viel rein, bis ihr eine schöne Farbe erzielt habt. Sehr schön. Für mich reicht das so jetzt. Jetzt können wir uns auch nach und nach die Butter untermontieren. Einfach so Stückchen für Stückchen unterrühren noch. Durch die Butter wird der Pudding dann so richtig schön glänzend und geschmeidig. Und bitte alles nach und nach hinzugeben, damit sich das Ganze auch einfacher verbindet. Sobald die Butter untermontiert ist, können wir uns den Pudding auf einen flachen Teller geben und abkühlen lassen auf Zimmertemperatur. Und ihr seht, wie fest der Pudding jetzt schon ist. Der ist noch nicht mal ganz abgekühlt. Und das brauchen wir für die Torte auch, denn wir nehmen keine Gelatine zur Hand, nur sahnefest und eben die Festigkeit dieses Puddings. Genauso funktioniert das ja auch bei der Prinzess-Torte, die ich euch letzte Woche gezeigt habe. Den Pudding decken wir uns jetzt direkt auf der Oberfläche mit einem eingefetteten Backpapier oder einer Frischhaltefolie ab und stellen ihn gerade kalt, sodass er schnell abkühlen kann. Während der Pudding bei mir auf dem Balkon abkühlt, habe ich mir schon meinen Biskuit aus der Form geholt und schneide den jetzt hier zweimal durch auf 1,5 cm und dann nochmal auf 1,5 cm. Und dann nehme ich mir noch hier die Backhaut ab. So, sehr schön. Den untersten Boden können wir uns nun schon auf die Tortenplatte legen und diesen hier jetzt nochmal durchschneiden. Und wir nehmen uns nochmal die Backhaut hier oben ab. Dieses Stückchen hier oben, das essen meine Kinder besonders gerne. Die freuen sich darüber. Okay, 3 schöne Böden. Und sobald unser Pudding halbwegs abgekühlt ist, auf Zimmertemperatur, entfernen wir uns die Folie und geben den Pudding in eine Schüssel, damit wir ihn einfach nochmal einmal durchrühren können, damit er wirklich schön geschmeidig ist. Er ist wirklich sehr schön fest geworden und das brauchen wir auch für diese Torte. Genauso wie bei der Prinzess-Torte sorgt dieser feste Pudding dafür, dass unsere Sahne dann auch Stand hat in der Torte. Wir brauchen dafür dann keine Gelatine. Gerade kurz durchrühren. Bis er wieder schön geschmeidig ist. Er arbeitet sich so ein bisschen hoch an den Rührern. Das ist ganz normal, weil er einfach so dicht ist und so fest. Das ist wirklich in diesem Falle eher gut. Wir können uns einen Teil davon abnehmen und schon mal auf 2 der 3 Böden streichen und auch einen Ring spritzen. Wir geben uns etwas dünn von dem Pudding auf den untersten Boden und verstreichen es einfach gerade hier. Diese Schicht dient dazu, dass uns nachher von der Marmelade nichts einläuft in den Boden. Könnt einen Rand freilassen, denn da kommt dann noch unser Puddingrand hin. Wirklich nur eine dünne Schicht, ganz dünn, denn das verhindert, wie gesagt, das Einlaufen der
Marmelade in den Boden. Das gleiche mache ich natürlich auch mit dem zweiten Boden. Und ich habe mir jetzt etwas von dem Pudding hier in den Spritzbeutel gefüllt mit einer großen Lochtülle und spritze jetzt hier außenrum einen Puddingrand, damit einfach von der Füllung uns jetzt dann auch nichts rausläuft. Soweit ist es genau das gleiche Prozedere wie bei der Prinzessinnentorte. Sehr schön, der erste Boden ist vorbereitet. Das gleiche nun mit dem mittleren Boden machen. Und dann können wir uns hier auch schon füllen. Nochmal etwas Puddingcreme auf den Boden. Grad schön verstreichen. Und wirklich nur eine ganz dünne Schicht. Denn wir kriegen ja jetzt hier noch die Marmelade und auch die Himbeerpudding-Sahne oben auf. Und wieder unseren Puddingrand spritzen. So, den Rest könnt ihr wieder zurückgeben in die Schüssel. Der wird ja dann gleich mit der geschlagenen Sahne vermengt. Und den untersten Boden wieder auf die Platte. Jetzt kommt hier die durchgerührte Himbeermarmelade drauf. Eine dünne Schicht wiederum nur. Ich habe hier eine Marmelade ohne Stückchen. Und da kommt jetzt was hier unten auf den Boden. 2 Esslöffel ungefähr. Das schön verstreichen. Auf unserem Pudding. Und ihr seht, jetzt läuft da natürlich nichts unten rein. Bis zum Puddingrand verstreichen. 2 bis 3 Esslöffel braucht man ungefähr, damit alles schön gleichmäßig belegt ist mit der leckeren Himbeermarmelade. Das gleiche nun mit dem zweiten Boden machen. Dann können wir uns schon die Sahne schlagen, den Rest der Puddingcreme mit der Sahne vermischen und die Torte füllen. Zweiter Boden. Wie gesagt, so 2 bis 3 Esslöffel reichen aus. Je gleichmäßiger ihr diese Schicht verteilt, desto schöner wird nachher natürlich der Anschnitt. Ich habe jetzt so etwa 220 Gramm Marmelade verbraucht. Jetzt werden wir uns die Sahne schlagen und den restlichen Himbeerpudding mit der geschlagenen Sahne dann vermischen und können dann die Torte komplett füllen. Die 300 ml Sahne für den Pudding schlage ich mir jetzt zuerst steif und danach brauchen wir nochmal 300 ml ungefähr fürs Einstreichen der Torte. Und dazu nehmen wir uns etwas Vanillezucker, Sahnefest oder Sun Apart und nach Belieben noch Zucker, wenn ihr wollt. Ich füge jetzt hier noch 1,5 Esslöffel Zucker hinzu. Ich vermische mir das Sun Apart oder das Sahnefest dann immer gleich mit dem Vanillinzucker und dem Zucker und lasse das einfach während des Schlagens einrieseln. Kurz anschlagen, wie immer. Die Sahne wirklich ganz fest schlagen, dass ein Messerschnitt sichtbar bleibt. Das brauchen wir jetzt für die Standfestigkeit unserer Torte. Die Sahne zum Einstreichen könnt ihr dann etwas weniger fest schlagen, dann lässt sie sich einfach besser verstreichen. Und die Sahne, die werden wir uns jetzt mit dem restlichen Pudding vermengen und haben dann eine wunderbare Himbeer-Pudding-Sahnecreme. Gerade dazugeben, am besten in 2 Portionen und vorsichtig unterheben. Zweite Portion und wieder schön unterheben. Und so entsteht eine fantastische Himbeer-Konditorcreme. Richtig klasse. Schauen, dass wirklich alles schön miteinander vermischt ist. Und ihr seht, das ist richtig schön standfest. Also das hält auf jeden Fall gut in unserer Torte. Perfekt. Jetzt füllen wir uns diese Creme wieder in unseren Spritzbeutel mit der Lochtülle und können die Torte füllen. Und wir spritzen uns erstmal eine Spirale hier auf die Creme, so wie bei der Princess Tartar. Und ihr seht, wie schön jetzt der Unterschied ist zwischen den ganzen Farben. Der eine Ton ist etwas heller, der andere dunkler. Richtig toll. Das können wir uns jetzt schön verstreichen. Wunderbar.
Und wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr noch frische Himbeeren auf diese Schicht jetzt legen. Ich habe hier aufgetaute Himbeeren, deswegen sind die so etwas weich. Ich habe nur welche im Tiefkühler gehabt. Momentan ist ja keine Himbeerzeit. Natürlich zur Himbeerzeit ist das noch besser, aber ich finde, die gehören hier unbedingt mit rein. Ich habe mir die tiefgekühlten Himbeeren auftauen lassen und ein bisschen abtropfen lassen, dass sie nicht ganz so saften ringsrum, sodass jeder leckere Himbeeren bekommt. Eine noch in die Mitte und ein klein bisschen eindrücken. Und jetzt bauen wir uns hier wieder einen zweiten Ring auf, damit die Himbeeren einfach schön umhüllt sind von Creme. Und wir spritzen wieder das Innere dann auch mit einer Creme zu, sodass die Himbeeren komplett umhüllt sind. Perfekt. Wieder schön sanft verstreichen. Und ihr seht, hier braucht man für diese Torte jetzt nicht unbedingt einen Tortenring. Ihr könnt ihn natürlich auch verwenden, aber so seht ihr einfach besser, was ich hier mache, wenn ich ihn nicht umstelle. Und ihr seht auch, dass die Creme jetzt so fest ist, dass man wirklich wunderbar alles auf die Torte gerade auftragen kann. Wieder schön glatt verstreichen. Jetzt kann hier der zweite Boden oben auf. Einfach mit einem Tortenretter jetzt hier gerade aufsetzen. Wie gesagt, ihr könntet natürlich auch jetzt einen Tortenring verwenden, aber ich denke, das klappt auch wunderbar so. Schauen, dass natürlich der Boden gerade aufsitzt. Das ist wichtig. Ich werde mir jetzt hier die Creme wieder auftragen. Einfach jetzt noch den ganzen Rest der Creme verwenden und das Ganze jetzt wieder schön glatt streichen. Und ihr könnt euch sicher schon vorstellen, wie der Anschnitt dann aussehen wird. Richtig toll mit diesen verschiedenen Schichten, mit den verschiedenen Farben. Perfekt. Und wir legen uns den letzten Boden hier oben auf und können die Torte außenrum einmal mit der restlichen Sahne, die wir uns nochmal separat steif schlagen, einstreichen. Die Sahne hier einfach schön auf die Torte geben, schön verstreichen und dann an den Seiten auch verstreichen, sodass das Ganze einmal schön eingedeckt ist. Hier oben darf eine dickere Schicht Sahne sein. Und an den Seiten einfach so, dass wirklich alles gut bedeckt ist. Und wenn ihr einmal rum seid, das Ganze dann noch schön abziehen bzw. die Löcher füllen. Und ich habe jetzt hier 350 Gramm Sahne genommen und das kann man auch wirklich brauchen. Gerade wenn man oben so ein bisschen mehr Sahne drauf haben möchte noch. Ansonsten könnt ihr auch weniger verwenden. Und wenn die Torte so einmal schön eingedeckt ist, dann können wir sie uns noch gerade mit der Teigkarte abziehen und hier oben alles schön final glatt streichen. Sollten noch Löcher sein, auf jeden Fall ausflicken. Das macht ihr einfach so lange, bis ihr zufrieden seid. Die Palette immer zwischendurch schön sauber halten und zur Mitte hin schön ausstreichen. Wenn euer Tortenrohling so schön eingedeckt ist, dann kann er erstmal in die Kühlung für mindestens eine Stunde, besser vier, besser noch über Nacht. Dann könnt ihr ihn hier oben frisch und schön dekorieren. Die Torte war bei mir über Nacht abgedeckt im Kühlschrank. Ihr könnt sie natürlich aber auch nach einer bis vier Stunden Kühlzeit dann dekorieren. Ich finde es immer besser, wenn man eine Zeit dazwischen hat, dann ist man ausgeruhter und schafft die Dekoration einfach viel besser und frischer. Ja, und wir können uns jetzt auf dieser Torte so richtig schön austoben. Ich werde sie jetzt natürlich in rosa und mit Himbeeren dekorieren, aber für Ostern könnt ihr euch auch überlegen, Ostereier aufzusetzen, Osterhäschen, was auch immer euch einfällt. Und ich werde mir die Torte jetzt einteilen. 16 Stücke bei uns, denn ich werde die Torte als Geburtstagstorte servieren für meinen lieben Ritter. Schön eindrücken, dass wir sehen, wo wir dekorieren müssen, können, dürfen. Wunderbar. So, aber bevor es losgeht mit dem Dekorieren, brauchen wir natürlich noch mal etwas Sahne. Ich habe jetzt hier 250 Gramm und lasse hier etwas Bourbon-Vanillezucker, etwas Zucker und natürlich sahnefest mit einrieseln während des Schlagens und nachher noch etwas Lebensmittelfarbe. Da könnt ihr rosa oder aber auch rot verwenden.
Ein bisschen Himbeersaft habe ich auch noch übrig von den abgetropften Himbeeren. Und den gebe ich jetzt auch noch vorsichtig hinzu. Wenn ihr Himbeerlikör habt, könnt ihr vielleicht auch Himbeerlikör nehmen. Um die Farbe noch etwas intensiver zu machen und jetzt nicht zu viel Himbeersaft hinzuzufügen, gebe ich noch etwas Lebensmittelfarbe in Rosa hinzu, nicht zu viel. Sehr gut festschlagen, damit wir damit schön spritzen können. Die Sahne soll wirklich sehr steif sein, also kurz bevor sie Butter wird sozusagen, damit wir damit richtig gut spritzen können. So ist es richtig. Und so finde ich auch den Farbton richtig schön. So schön pastellig rosa. Ja, und nun füllen wir uns die Sahne in einen Spritzbeutel. Ich nehme die Tülle 1M und werde mir jetzt die Rosetten aufspritzen. Die Sahne ist gut fest. Hat eine schöne Farbe und einte auch die schönen Vanillepünktchen. Wenn ihr das vermeiden wollt, dass sie so ein bisschen dunkler wird durch die Vanille, dann nehmt einfach Vanillinzucker. Hier haben wir unsere 1M Spritztülle. Jetzt geht's los. Super süß. Unser Kranz aus kleinen rosa Röschen, österlichen Rosetten ist fertig. Und ich werde mir jetzt nur noch hier unten einen Rand dran spritzen. Dafür nehme ich auch die 1M. Der Rand ist fertig, fehlen nur noch die Himbeeren, dann ist die Torte fertig und wir können sie probieren. Da habe ich mir jetzt die schönsten schon vorher rausgesucht und die setze ich jetzt einfach hier so mittig ganz vorsichtig drauf und drücke sie etwas an. Macht einen wirklich wahnsinnig schönen österlichen Eindruck, die Torte, jetzt schon. Und die letzte. Gefällt mir sehr, sehr gut. So ganz klassisch, aber doch ganz edel. Allerletzte Deko. Und die Torte ist fertig. Und natürlich könnt ihr zu Ostern in die Mitte noch ein kleines Osternest setzen oder einen Hasen. Ich werde sie ja zum Geburtstag servieren, deswegen werde ich mir das jetzt sparen und ich werde sie jetzt mit euch probieren. Dann schneiden wir das gute Stück einmal an. Da kommt unsere Himbeer-Pudding-Sahnetorte. Ich finde, sie sieht einfach hammerlecker aus. Sehr, sehr schön österlich. So, dann lasst uns das schöne Stück probieren. Ich bin gespannt. Diesmal habe ich meine große Gabel. Super schön, die verschiedenen Schichten. Schmeckt mega, mega lecker. Ich muss noch einmal probieren und dann sage ich euch, was ich denke. Also, die Torte schmeckt sehr, sehr leicht. Man kann locker 2-3 Stücke davon verputzen. Sie schmeckt süßsäuerlich, ganz, ganz fluffig, fruchtig. Mit dem Himbeergeschmack und dem Vanillegeschmack, da will man gar nicht aufhören zu essen. Ich kann mir auch vorstellen, die Torte wirklich komplett mit Himbeeren zu bedecken, also wenn Himbeerzeit ist. Denn es schmeckt einfach so traumhaft mit den Himbeeren. Super gut.
Das war meine österliche Himbeerpudding-Sahnetorte. Ich hoffe, ihr werdet diese Torte einmal nachbacken, vielleicht ja zu Ostern, vielleicht sogar mit einer Marzipandecke, wer weiß. Ich bin gespannt auf eure Fotos. Schickt sie mir gerne an meinen Facebook-Account oder an Instagram. Alle Links dazu findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zu meinem Blog. Und auf meinem Blog könnt ihr das Rezept dann auch nachlesen und es sogar ausdrucken. Vergesst bitte auch nicht, mir einen Daumen nach oben dazulassen, einen netten Kommentar, da freue ich mich auch immer sehr darüber. Und natürlich, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann einfach hier abonnieren und die kleine Glocke drücken, denn dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Jeden Sonntag geht nämlich hier um 10 Uhr ein neues Torten- oder Kuchenvideo online. Ja, und deswegen sage ich jetzt auch bis nächsten Sonntag. Bleibt gesund, viel Spaß beim Nachbacken und tschüss!